Was ist für Unternehmen die Energiequelle von morgen? Ganz klar, es sind die Ideen, die ein Unternehmen vorantreiben. Jeder ist kreativ, sagen die Experten. Magister Michael Dell ist als Innovationsberater spezialisiert auf Neuproduktentwicklungen durch die gezielte Anwendung von Kreativitätstechniken. Woher bekommen Unternehmen die besten Innovationsideen? Sicher sind manche Durchbruchinnovationen durch Technology-Push entstanden. Erfinder mit hohem Durchsetzungsvermögen und einem ordentlichen Maß an Sicherheit setzen ihren technischen Traum. Doch der heutige Innovationsalltag läuft meist anders. Für den Einzelnen wird es immer schwieriger, alles zu bedenken. Darum entstehen die besten Innovationsideen in Netzen. Kreativitätstechniken sind sozusagen der Antrieb für den Innovationsmotor. Sie dienen dazu, in kurzer Zeit meist gemeinsame Ideen zu entwickeln und das systematisch und effizient. Wenn es gelingt, etwas wirklich Neues zu schaffen und der Kunde sagt bei der ersten Vorstellung, wow, dann hat sich der Einsatz auf alle Fälle gelohnt. Um mit Hilfe von Kreativitätstechniken sinnvolle Ideen zu entwickeln, braucht es meiner Meinung nach drei Dinge. Erstens, verschiedene Kreativitätstechniken zu kennen. Es gibt keine guten oder schlechten Techniken, es gibt nur solche, die zur Aufgabenstellung zum Unternehmen oder zu den handelnden Personen passen. Der Zugang geht am einfachsten über ein Training und das Ausprobieren. Zweitens, Freiräume schaffen, denn Zeitdruck ist der größte Kreativitätskiller. Das heißt, den Kopf frei von allen Dingen zu bekommen, die der eigenen Kreativität im Wege stehen. Man soll und darf wirklich über neue Dinge nachdenken, auch mal Fehler machen ist erlaubt. Auch dann, wenn etwas sehr erfolgreich ist, lohnt es sich zu überlegen, wie es ganz anders funktionieren könnte. Und das Wichtigste aus meiner Sicht, der Weg zur Idee soll und darf auch Spaß machen. Bei der Ideenbewertung wird eines klar, mit Kreativitätstechniken hat man wirklich Neues erreicht.